In Finnentrop zweigt der Biggesee Express von der Ruhr-Sieg-Strecke ab. Personenüberführung. Die Strecke zwischen Finnentrop und Olpe wird von der Hessischen Landesbahn betrieben. Ups, da hat aber jemand nicht aufgepasst. Oder sind im Hessen die Bahnsteige niedriger? Die Anfänge von Gut Ahausen reichen ins 14. Jahrhundert zurück. Es geht am Flüsschen Bicke entlang. Burg Schnellenberg kommt in Sicht. Eine beliebte Location für Feierlichkeiten mit fantastischem Blick auf die Hansestadt Attendorn und auf die Bahnstrecke. Wir sind wieder zurück am Bahnhof. Attendorn ist Kreuzungsstation. Während wir auf den Gegenzug warten, ein paar technische Erläuterungen zum Triebwagen. Achso, ne, Hauptluftbelterleitung. Rote Zeiger, gelb ist Hauptluftleitung. Muss immer 5 Bar sein, Hauptluftbelterleitung, immer so annähernd 10 Bar Leitung. Muss halt darauf achten, dass es kein Druckabfall ist, ne? Indirekte Bremse. Was heißt indirekte Bremse? Führerbremsventil. Das war hier mit Luftbremsen. Ja, genau. Das ist alles hier elektropneumatisch. Mhm. Wie gesagt, auch Traktionsgebung.
Hier haben wir Brandmeldeanlagen. Wenn jetzt ein Zug irgendwo Feuer gemacht wird, dann würden jetzt Sensoren ausschlagen und dann könnte man in Imper sehen, in welchem Teil des Zuges das Feuer ausgebrochen ist. Der Zug aus Olpe ist da und wir können weiterfahren. Attendon ist Standort vieler Zulieferfirmen für die Autoindustrie. Auf der anderen Talseite Neu-Listernol. Hier wurden in den 1960er Jahren die Menschen angesiedelt, die der Bicke Talsperre weichen mussten. Es geht weiter. Notbremsüberbrückungsanlage. Aber hier durch Talschneisen, Brücken, Tunnel oder was wo wir durchfahren. Wenn jetzt jemand den Zug jetzt Notbremse ziehen würde, dann würden wir definitiv zum Stillstand kommen. Wenn wir die eingeschaltet haben, so wie es jetzt der Fall ist, dann können wir, wenn jemand die Notbremse im Zug zieht, können wir die Notbremse überbrücken, also quittieren. Und dann geben wir eine Durchsage, dass wir die Notbremsung zur Kenntnis genommen haben und dass wir quasi an nächster geeigneter Stelle dann oder anhalten werden. Von der Doppelstockbrücke über das Listertal sieht man die Staumauer der Lister Talsperre. Sie wurde in den 1910er Jahren erbaut und verdient einen Abstecher. Und weil es so schön ist, nochmal die Listertalbrücke aus anderer Perspektive und sofort wieder in den nächsten Tunnel. Nanu, Gleis 2? Ja, früher gab es wirklich zwei Gleise. Und sogar ein Ladegleis. Dort, wo einst das vertraute Wummern des Schienenbus erklang, ist heute ein Spielplatz. Und die Unterführung zum See. So, schönen Tag.
In einer sehenswerten Ausstellung wird dort an die Dörfer erinnert, die im Bickesee versunken sind. In Sondern fanden viele der Familien ein neues Zuhause. Jetzt, im März, liegt der See noch einsam da. Und die Weiße Flotte wird für den Saisonstart an Ostern vorbereitet. Thank you.
Haltepunkt liegt bequem neben den Bushaltestellen, in unmittelbarer Nähe zum alten Bahnhof. Und der hat bestimmt schon bessere Zeiten erlebt. Der Vergangenheit auf der Spur. Ein imposanter Wartesaal, liebevoll gestaltete Details der Fassade wiederholen statisch notwendige Konstruktionen an den Bahnsteigdächern und zeugen von der einstigen Bedeutung des Eisenbahnknotens. Wir begeben uns auf Spurensuche im Wildenburger Land. Der alte Bahnhof Wildenburg, Ausgangspunkt vieler Wanderungen, heute in privater Hand. Überreste eines Bahnübergangs. Und hier der Tunnel nach Freudenberg. Auch die alte Strecke ins Rheinland wurde an vielen Stellen überbaut. So schafften kurzsichtige Politiker in den 1980er Jahren Fakten. Anstatt in neue, leistungsfähige Fahrzeug- und Anlagentechnik zu investieren, legte man lieber unrentable Strecken still und ließ künftigen Generationen kaum eine Chance, damals Versäumtes nachzuholen. Doch wieder zurück ins Hier und Jetzt. Die Stadt Olpe hat Zukunftsvisionen und nimmt Bürger und Geschäftsleute dabei mit. Es geht zurück nach Finnentrop. Und das könnte ein neuer Film werden.